Wir waren alle ein bisschen enttäuscht von dem, dass wir dem Gegner es zu einfach gemacht haben an dem Tag. Ja, der Gegner war gut, der Gegner ist richtig gut. Das wissen wir auch, die hohe Qualität von Borussia Dortmund wissen wir zu schätzen. Ja, wir hätten es dem Gegner gerne schwerer gemacht. Und dazu waren wir an dem Tag nicht ganz in der Lage, weil wir nicht alle auf 100% gekommen sind. Und das nehmen wir mit und sagen, okay, wir können besser. Ja. Trotzdem hätten wir wahrscheinlich das Spiel gegen Dortmund in der Verfassung, wie Dortmund war, nicht gewonnen. Aber wir hätten es sicherlich ein bisschen enger gestalten können. Und da waren wir ein bisschen enttäuscht alle miteinander. Aber das haben wir aufgearbeitet und wissen auch, was wir verbessern können. Nein, die Trainingswoche war wieder sehr, sehr gut. Ja, wir haben eine sehr, sehr hohe Trainingsqualität. Ja, wir sprechen ja auch immer über eine sehr, sehr gute Breite, die wir im Kader haben und die wir natürlich auch ausschöpfen müssen und ausschöpfen wollen. Aber wir haben jetzt natürlich auch drei Spiele gehabt, wo wir ohne Sieg im Endeffekt rausgegangen sind. Und da müssen wir dran arbeiten. Das muss uns wurmen, das muss uns nerven. Und wir wollen jetzt unbedingt diesen Bock umstoßen und den ersten Sieg in Osnabrück landen. Es nimmt sich im Endeffekt die Waage. Wir sind natürlich schon, wissen natürlich schon, unsere Leistung auch einzuschätzen. Wir wissen, dass wir defensiv auch sehr, sehr gut stehen im Moment, dass wir wenig zulassen, dass wir viele Chancen uns schon erspielt haben, die aber leider nicht genutzt haben, und das wurmt uns natürlich und ärgert uns auch, und da müssen wir uns natürlich auch verbessern, und deswegen sind wir natürlich schon auch gefrustet, ja, was die Ergebnisse angeht. Ja, mit den Leistungen können wir leben, aber das reicht uns nicht aus, sondern wir müssen eben gucken, dass wir Ergebnisse auch erzielen. Ja, Osnabrück hat natürlich das erste Spiel in Saarbrücken in Unterzahl, 87 Minuten Unterzahl, dann trotzdem 2-1 für sich entschieden. Saarbrücken weiß man auch, dass es eine absolute Topmannschaft der Liga ist. Ja, das zeigt einfach die Stärke von Osnabrück. Ja, sie haben auch nach dem Abstieg natürlich einen großen Umbruch gehabt, haben jetzt so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite gehabt, auch gegen Bremen im Pokal. Hätte das Spiel sicherlich auch anders ausgehen können, ja, wenn Bremen die eine oder andere Chance genutzt hätte, die sie sicherlich auch hatten. Aber man sieht eine hohe Intensität, man sieht viel Emotionalität, man sieht auch, die Mannschaft will dem Publikum was zeigen und will sich da beweisen, und das Publikum nimmt es natürlich auch gerne an, und das kennen wir an der Bremer Brücke, dass da natürlich auch richtig zur Sache geht, auch von außen viel Stimmung mit reingetragen wird, und das macht im Endeffekt auch wieder den Fußball aus, und darauf freuen wir uns, am Samstag uns in so einem Stadion zu beweisen. Ja, dadurch, dass ich Daniel natürlich auch schon kenne aus meiner Bielefeld-Zeit, ja, haben wir uns kurzzeitig kennengelernt und haben uns dann auch in Paderborn, wo er der Co-Trainer war, von Steffen Baumgart, das eine oder andere Mal sind wir uns über den Weg gelaufen, und von daher freut es mich natürlich, dass er den Weg in die dritte Liga jetzt gefunden hat, dann zum VfL Osnabrück. Und wenn man das Paderborn-Spiel oder die Paderborn-Philosophie sieht, dann war da sicherlich auch vieles vom Daniel mit dabei, was der Steffen auch mit integriert hat. Und das sieht man jetzt auch beim VfL Osnabrück. Es ist unglaublich viel Intensität drin, es ist viel Tiefgang drin, viel vertikales Spiel. Ja, immer wieder versuchen, über die Flügel durchzubrechen. Ja, sehr, sehr offensiv denkend, auch den Gegner früh pressend und so weiter. Also da sind schon viele gute Dinge dabei. Und sehr, sehr stark waren sie bei den Standardsituationen gegen Werder Bremen. Da kamen sie fast bei jeder Situation zum Abschluss oder zum Kopfball. Und von daher, da müssen wir sehr, sehr gut aufpassen. Ja, also Nico Rieble wird uns nach dem Pokalspiel erstmal fehlen, hat einen Muskelfaserriss erlitten, ja, wird nicht zur Verfügung stehen. Dafür haben wir natürlich trotzdem die eine oder andere Alternative. Auch Stefan Stangl ist jetzt diese Woche wieder ins Mannschaftstraining komplett eingestiegen. Sebastian Brovca ist ja schon ein paar Wochen dabei, kommt jetzt so auch so langsam auch fitnessmäßig auf seine ja, ich sag mal 70-80%. Ja, für einen Startelf-Einsatz wird es noch nicht reichen, aber zumindest für den Kader. Ja, und auch Lukas Brumme und Benedikt Tollerbach, der ja sogar schon im Kader war, sind jetzt so langsam Alternativen für den Kader, und von daher sind wir da sehr, sehr zufrieden. Das heißt, außer Gianni Korte und Nico Rieble stehen uns eigentlich alle zur Verfügung, und jetzt müssen wir mal gucken, wie der Fitnesszustand ist. Ja, erstmal haben wir natürlich sehr, sehr gute Erinnerungen an die Bremer Brücke, weil es unser letztes Spiel vor der Corona-Pause oder Corona-Pandemie war, dass wir noch vor Zuschauern und richtig vollen Zuschauernrängen stattfinden haben lassen, ein tolles Zweitligaspiel damals in Osnabrück bestritten haben. Fahren natürlich deshalb auch durch diesen 6-2-Sieg, den wir errungen haben, mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Osnabrück, wissen aber auch, dass wir wieder bei Null beginnen müssen, ja, dass wir dieses Spiel wieder voll angehen müssen, dass wir uns auf den Gegner gut vorbereiten, ja, dass wir im Endeffekt jetzt auch unter Druck stehen, so langsam für uns, ja, und sagen, wir müssen jetzt einfach mal ein Spiel gewinnen, wir wollen unbedingt ein Spiel gewinnen, und diesen Druck nehmen wir auch gerne an und fahren nach Osnabrück, rufen alles ab, wissen, dass es ein hochemotionales und intensives Spiel geben wird, ja, worauf wir uns aber tierisch freuen, und wir wissen, dass wir das schaffen können, dass wir da dagegen halten können und dass wir dort auch gewinnen können, und genau das ist das Ziel dieser Reise.